Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Mein Name ist Stefan Neukam und ich stelle Ihnen heute das Lernvideo Nummer 1 vor. Es wird um Vektorräume gehen. Bevor wir zum mathematischen Inhalt dieses Lernvideos kommen, möchte ich ganz kurz die Struktur der Folien erklären, die Sie in diesen Lernvideos vorfinden werden. Zunächst einmal sehen Sie in Blau häufig die Gliederung angegeben in die Kapitel und Unterkapitel und die Nummerierung hier ist identisch mit jener aus dem Skript. Zur Orientierung finden Sie auch immer die Gliederung hier rechts eingeblendet, sodass Sie wissen, wo im Skript oder wo in der Vorlesung Sie sich befinden. Dann ist die Nummer des Lernvideos hier zu finden und das spezifische Thema des Videos ist hier eingeblendet. Ja, in diesem Semester, das wissen Sie bereits, wird es darum gehen, die Grundlagen der Analysis im Mehrdimensionalen zu legen. Das bedeutet, dass wir uns mit Funktionen beschäftigen werden, die auf dem R hoch D, dem D-dimensionalen euklidischen Raum definiert sind oder eben Werte im R hoch D annehmen. Und der R hoch D ist ein Beispiel für einen Vektorraum und es ist sogar ein Vektorraum mit einer Norm. Das ist also ein normierter Raum. Und wir werden zunächst einmal die Vorlesung damit beginnen, uns mit dem Konzept normierter Räume zu beschäftigen. Um das Kapitel normierte Räume zu motivieren, wiederholen wir ganz kurz die Struktur des R2. Wir haben den R2 ja im letzten Semester schon eingeführt, und zwar zunächst mal nur als Menge. Als Menge ist es einfach ein kartesisches Produkt, wobei die Faktoren die reellen Zahlen sind. Das heißt, der R2 als Menge ist nichts anderes als die Menge aller geordneten Paare mit Komponenten in R. Wenn man jetzt an R2 denkt, dann denkt man ja nicht an eine Menge von geordneten Paaren, sondern man denkt über ihn als Vektorraum nach. Das bedeutet, es ist eine Menge von Vektoren und Vektoren kann man eben addieren. Und Vektoren kann man auch mit einem Skalar multiplizieren. Hier ist Lambda der Skalar, eine reelle Zahl in diesem Fall, und x ist eben der Vektor im R2, ein Element von R2. Es gibt dann ein ganz besonderes Element im Vektorraum, das Nullelement, und das ist eben das neutrale Element der Vektorraumaddition. Das bedeutet, wenn ich einen beliebigen Vektor habe und dazu den Nullvektor einfach die 0 dazu addiere, dann kommt da einfach wieder der Vektor raus. Und es ist auch egal, ob ich das von rechts oder von links tue. Nun, es ist ganz nützlich, auch eine geometrische Vorstellung von Vektorräumen zu haben, und im Fall vom R2 ist es relativ einfach, denn wir können uns den R2 als die Ebene, die euklidische Ebene vorstellen. Genauer gesagt geht es so, dass man zunächst einmal in der Ebene festlegt, wo dann die 0 der Ursprung sein soll, und dann malt man eben ein Koordinatensystem, in dem Fall ein orthogonales Koordinatensystem, ein. Ich kennzeichne hier jetzt mal noch, wo sich die 1 befindet auf diesen Achsen. Ja, und dann, wenn wir jetzt annehmen, dass die waagerechte Achse für die erste Komponente steht und die vertikale Achse für die zweite Komponente steht, dann können wir hier die Vektoren platzieren. Beispielsweise den Vektor mit Komponente 2, 1, den könnte ich dann hier einmal, ich nenne den jetzt mal x. Und vielleicht noch einen anderen Vektor mit Koordinaten minus 1, 1. Der würde dann eben hier liegen. Und den nenne ich mal y. Man kann jetzt hier in dieser Darstellung auch die Vektorraumaddition visualisieren. Und dazu bietet es sich an, dass man Pfeile einmalt. Zunächst mal den Pfeil, der vom Ursprung zu x führt, und dann den Pfeil, der vom Ursprung zu y führt. Ja, fast.
zumindest. Und ja, wie in der Schule kann man sich dann die Vektorraumaddition vorstellen als folgendes: Man kopiert einfach den einen Pfeil und setzt den an den anderen Pfeil dran. Und hierbei ist es egal, in welcher Reihenfolge man das tut, ob man zunächst den roten Pfeil an den blauen setzt oder den blauen an den roten, denn beide Wege werden zum selben Punkt führen und dieser Schnittpunkt, der Endpunkt dieser beiden Pfade hier ist eben dann die Summe dieser beiden Vektoren. Okay, das kennen Sie schon aus der Schule. Man kann sich auch die Skalarmultiplikation vorstellen und das wollen wir auch mal kurz tun. Dazu zeichne ich nochmal ein Koordinatensystem ein. Und einen Vektor, den wir mit einem Skalar multiplizieren möchten. Ich nenne den Vektor x. Und um jetzt Produkt des Vektors mit dem Skalar zu visualisieren, bietet es sich an, eine Gerade einzuzeichnen, die durch den Ursprung und den Vektor hindurchführt. Ja, und die Ergebnisvektoren, die Produkte aus dem Skalar mit x werden alle auf dieser Geraden liegen. Und es wird so sein, dass in diesem oberen Bereich hier die Ergebnisvektoren liegen für skalare Lambda, die eben größer sind als 1. In diesem Bereich zwischen dem Ursprung und x werden die Produkt liegen mit einem Skalar, der zwischen 0 und 1 liegt. Und wenn das Skalar negativ ist, dann wird der Punkt auf die andere Seite entsprechend gespiegelt. Ja, wir hatten noch mehr Struktur auf R2 eingeführt, nämlich eine Metrik. Und mit einer Metrik kann man eben einen Abstand zwischen zwei Vektoren oder zwei Punkten im R2 einführen. Eigentlich hatten wir nicht nur eine Metrik eingeführt, sondern verschiedene auf R2, zum Beispiel die Manhattan-Metrik oder eben auch den euklidischen Abstand, den wir hier sehen. Und der euklidische Abstand ist ein ganz schöner Abstand, es ergibt eine ganz schöne Metrik, denn er passt sehr gut zu unserer geometrischen Anschauung. Beispielsweise verändert sich der Abstand zweier Punkte im R2 nicht, wenn wir die Punkte einfach irgendwie rotieren. Da bleibt der euklidische Abstand unverändert, während zum Beispiel die Manhattan-Metrik einen anderen Abstand liefern würde. Und er verändert sich auch nicht, wenn wir die zwei Punkte translieren. Von daher ist der euklidische Abstand ein sehr schöner. Man würde sagen, diese Metrik ist eben invariant unter Translation und unter Rotation. Nun gut, ja, wenn wir den euklidischen Abstand von dem beliebigen Vektor x zum Ursprung, zum Nullvektor messen, dann, was hier auch geschehen ist, dann können wir auf diese Art und Weise eine Funktion definieren. Diese Funktion ist jetzt eine Funktion, die geht also dann vom R2 in die nicht negativen reellen Zahlen. Und es stellt sich heraus, dass diese Funktion sehr ähnliche Eigenschaften hat wie der Betrag auf R. Und wir werden sehen, dass dann diese Funktion, die hier steht, die sogenannte euklidische Norm, eben ein Beispiel ist für eine Norm auf einem Vektorraum. Und mit dieser euklidischen Norm wird dann eben der R2 zu einem normierten Raum. Wir können andere Normen auf R2 einführen, aber das ist eine besonders schöne. Wir kommen gleich dazu. Im Übrigen kann man natürlich, könnte man auch für ganz andere Metriken sich solche Funktionen definieren, also den Abstand zu Null definieren. Es wird nicht immer so eine schöne Funktion rauskommen wie hier. Insbesondere wird auch nicht immer eine Norm rauskommen. Das werden wir später nochmal diskutieren. Ja, der R2 hat noch mehr Struktur. Beispielsweise können wir
wenn wir zwei Vektoren haben, die ich jetzt hier wieder als Pfeile einzeichne, wir können dann einen Winkel zwischen diesen beiden Vektoren messen und festlegen und definieren. Wir können auch insbesondere darüber sprechen, was es bedeutet, dass zwei Vektoren hier senkrecht aufeinander stehen. Und wir werden sehen, dass die mathematische Struktur, die dahinter steckt, das sogenannte Skalarprodukt ist. Auch das kennen Sie eigentlich schon aus der linearen Algebra. Und Sie können dann mit dem Skalarprodukt eine Norm definieren, in dem Fall die euklidische Norm und mit der Norm dann auch einen Abstand an die Metrik. Es stellt sich heraus, dass man Skalarprodukte nicht nur für R2 oder weitere endlich dimensionale Vektorräume einführen kann, sondern sogar auf unendlich dimensionalen Vektorräumen. Und diese besitzen dann eben viel mehr Struktur. Beispielsweise gilt dann in solchen Räumen, die man dann Hilbertraum nennt, gilt dann der Satz des Pythagoras. Ja, nach dieser kurzen Wiederholung des R2 möchten wir nun systematisch uns mit Vektorräumen beschäftigen. Das Ziel des Unterkapitels ist also, das Konzept des Vektorraums zu wiederholen. Das kennen Sie aus der linearen Algebra. Hier in der Analysis wird insbesondere der RD eine große Rolle spielen, denn der RD tritt in ganz vielen mathematischen Modellen auf und wir werden uns einige Beispiele anschauen für solche Modelle. RD ist ein Beispiel von endlich dimensionalen Vektorraum. In der Analysis spielen auch unendlich dimensionale Vektorräume eine Rolle und typische Beispiele sind da Funktionenräume. Und auch solche Beispiele werden wir uns angucken. Aber jetzt zunächst mal zu der grundlegenden Definition. Was ist ein Vektorraum? Nun, für einen Vektorraum brauchen Sie zunächst mal eine Menge, die ist hier x genannt und die Elemente aus x heißen eben Vektoren. Sie brauchen noch eine zweite Menge, hier mit K bezeichnet, das ist ein Körper. Und in dieser Vorlesung wird dieser Körper, dieses K, immer für den reellen Zahlenkörper oder eben für den komplexen Zahlenkörper stehen. Sie können aber auch immer, wenn Sie ein K sehen, an R denken, das schadet eigentlich nicht viel. Dann brauchen wir noch zwei Dinge, nämlich zwei Rechenoperationen. Zum einen mal eine Vektorraumaddition und zum anderen eben eine Skalarmultiplikation. Und man nennt dann so ein Triple aus dieser Menge in diesen zwei Rechenoperationen einen K-Vektorraum oder einen Vektorraum über K, falls zum einen die Vektorraumaddition zusammen mit der Menge eben eine abelsche Gruppe ergibt, also eine kommutative Gruppe ergibt. Wir werden das Nullelement mit Null bezeichnen, den Nullvektor. Und zweitens sollten die Vektorraumaddition und die Skalarmultiplikation eben zusammenpassen, in dem Sinne, dass diese Rechenregeln gelten. Sie kennen die Rechenregeln bereits alle. Ich habe sie hier nur der Vollständigkeit nochmal aufgelistet. Ja, und wenn das hier alles erfüllt ist, dann nennt man eben x einen Vektorraum über k. Und wenn k R ist, dann lässt man das über k einfach weg und sagt einfach, x ist ein Vektorraum. Oder wenn der Skalarkörper, wenn klar ist, welcher Skalarkörper gemeint ist, die reellen Zahlen oder die komplexen Zahlen, dann sagt man einfach auch nur, x ist ein Vektorraum. Ja, in der linearen Algebra haben Sie bereits wichtige Konzepte für Vektorräume kennengelernt. Die sind hier nochmal, einige von denen sind hier aufgelistet, insbesondere jene, die wir jetzt auch für die Vorlesung benötigen. Sie finden im Skript ein bisschen mehr Erklärung, als ich jetzt hier entwickeln werde. Wenn Sie mit einem dieser Begriffe hier nicht mehr so richtig vertraut sind, dann schauen Sie ins Skript und lesen Sie das zunächst mal durch oder schauen Sie sich Ihre Vorlesungsmitschrift aus der linearen Algebra an. Ich werde die Sachen hier nicht im Detail jetzt hier im Video erklären. Vielleicht das Wichtigste, was man aber machen kann, wenn man Vektorräume hat, ist, sich lineare Abbildung anzuschauen. Das heißt, wenn wir zwei Vektorräume haben, x und y, dann können wir uns eine Abbildung von x nach y anschauen. Und wir nennen diese Abbildung dann linear, wenn eben Folgendes gilt: Setzen wir eine Linearkombination in diese Abbildung ein, dann sollte man die Linearkombination nach außen ziehen können.
Ja, und in dieser Identität sind hier x und y die Vektoren und Lambda ist ein Skalar. Hier, dieses Plus ist also die Addition, die Vektorraumaddition in x, während dieses Plus hier die Vektorraumaddition in y ist. Und entsprechend ist das die Skalarmultiplikation in x und hier die Skalarmultiplikation in y. Wenn nun dieses t nicht nur linear ist, sondern sogar bijektiv, dann nennt man T einen Isomorphismus und man sagt dann, dass x und y isomorph sind und man kürzt das mit dieser Schreibweise ab. Ja, ein anderes wichtiges Konzept für Vektorräume sind eben Untervektorräume. Und ja, ein Untervektorraum ist einfach eine Teilmenge des Vektorraums, die abgeschlossen ist unter der Bildung von Linearkombination, das heißt abgeschlossen unter Skalar, Multiplikation mit dem Skalar und Vektorraumaddition. Dann, was eine Linearkombination ist, haben wir schon diskutiert, zumindest eine Linearkombination mit zwei Termen. Allgemeiner ist eine Linearkombination eine Summe von dieser Form. Hierbei sind die xi's eben Vektoren und die Lambda-i sind Skalare. Und hier in der Vorlesung ist eine Linearkombination immer eine endliche Summe. Das heißt, das n ist immer eine endliche Zahl und es kann nicht unendlich sein. Und man könnte auch dem Ausdruck überhaupt keinen Sinn geben, wenn n gleich unendlich wäre. Das heißt, wenn man hier unendlich viele Terme addieren müsste, denn dann müsste man zunächst mal eine Topologie, einen Konvergenzbegriff auf dem Vektorraum einführen. Und an dieser Stelle haben wir das noch nicht. Hier haben wir erstmal nur Vektorräume. Man kann dann noch über lineare Hüllen sprechen. Bei einer linearen Hülle einer Teilmenge von x ist der kleinste Untervektorraum von x gemein, der diese Teilmenge enthält. Ein wichtiges Konzept für Vektorraum ist auch die lineare Unabhängigkeit, das Konzept der Basis, Koordinatenvektoren und die Dimension. Und bitte schauen Sie das nochmal im Skript und in Ihren Vorlesungsmitschriften oder eben in Lehrbüchern schlagen Sie bitte nach, was darunter gemeint ist. Das einfachste Beispiel für einen Vektorraum sind die reellen Zahlen, denn R ist ein R-Vektorraum, wobei die Vektorraumaddition einfach durch die Addition von auf R gegeben ist und die Skalarmultiplikation ist einfach auch die normale Multiplikation in R. Für die Vorlesung wird ein anderer Vektorraum besonders wichtig sein und den werden wir hier im Beispiel 1.1 diskutieren. Und das ist der KD. Der KD ist das d-fache kartesische Produkt von K. Ich erinnere nochmal, K steht entweder für R oder für C. Und damit ist KD als Menge einfach die Menge aller d-Tuppel. Und ich möchte hier die Konvention einführen, dass wenn wir mit x ein solches Element vom KD bezeichnen, dann schreiben wir x Alpha für die Alpha-D-Komponente von x. Wir können jetzt KD zu einem Vektorraum machen, indem wir eine Vektoraddition und eine Skalarmultiplikation einführen und wir machen das genauso wie auf R2. Wie machen wir das? Nun, wir verwenden einfach die Multiplikation und die Addition auf K und wenden diese komponentenweise bzw. koordinatenweise auf die Vektoren an. Gut, wie sieht jetzt eine Basis aus auf KD? Dazu stellt man erstmal fest, dass es natürlich spezielle Vektoren gibt in KD, nämlich jene, die überall 0 sind, bis auf eine Koordinate. Und wir möchten hier die mit E Alpha bezeichnen, wobei Alpha für die Koordinate steht, wo wir eine 1 haben. Und da gibt es nun natürlich D solche Vektoren und die bilden die sogenannte Standardbasis des KD und man nennt da diese E-Alphas eben Standardbasisvektoren. In der linearen Algebra haben Sie sicherlich nicht nur den KD diskutiert, sondern auch lineare Abbildung von KD nach Kn.
Und eine wichtige Beobachtung, die Sie sicherlich auch schon gemacht haben, war, dass man jede lineare Abbildung eindeutig mit Hilfe einer Matrix darstellen kann. Wenn wir eine Abbildung von dem d-dimensionalen Raum in den n-dimensionalen Raum anschauen, dann muss die Matrix eben eine n-Kreuz-d-Matrix sein. Das heißt, eine Matrix mit n Zeilen und d Spalten. Und diese Darstellung funktioniert wie folgt: Wenn y und x in dieser Relation stehen, das heißt, x aus KdE wird mittels t auf y in k hoch n abgebildet, dann soll das genau dann der Fall sein, wenn die einzelnen Koordinaten von y sich über diese Linearkombination berechnen lassen, wobei die Koeffizienten in der Linearkombination durch die entsprechenden Einträge der Matrix A gegeben sind. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf unterschiedliche Schreibweisen hinweisen, die für Vektoren verwendet werden. Wir haben die Elemente von KD als D-Tupel eingeführt. In der linearen Algebra haben Sie vielleicht die Vektoren eher als Spaltenvektoren notiert. Das werden wir in der Analysis ab und zu auch machen. Oder als Zeilenvektoren. Also der Unterschied hier in der Schreibweise zwischen Zeilenvektor und D-Tupel ist, dass hier die Kommas fehlen. Diese Spaltenvektoren-Schreibweise ist praktikabel in der Situation, die wir hier oben betrachtet haben, nämlich wenn wir lineare Abbildung mittels einer Matrix darstellen. Man kann sich da nämlich sehr einfach diese Struktur, die hier steht, diese Linearkombination merken. Wenn wir nämlich eine Matrix im Blockschema darstellen und auf den Vektor x anwenden, den wir in Spaltenvektornotation hier mal hinschreiben. Da soll ja dann ein Vektor rauskommen der Größe n, y1 bis yn. Ja, und ich trage mal in dieses Blockschema die Komponenten von A ein. Das heißt, hier ganz links oben steht A11. Und damit es zusammenpasst, muss in der ersten Zeile muss das bis A1d gehen. Und da wir einen Vektor der Dimension n bekommen möchten, muss eben diese Matrix, wie gesagt, ja n Zeilen haben. So, und wenn wir das auf diese Art und Weise notieren, dann können wir sehr einfach uns merken, wie wir die Koordinaten eben von y ausrechnen. Zum Beispiel, wenn wir die erste Koordinate ausrechnen möchten, dann müssen wir nur die erste Zeile der Matrix mit dem Spaltenvektor multiplizieren. Genauer gesagt, jeden Eintrag. Man bildet die Summe der Produkte der einzelnen Einträge. Und dann kriegt man hier die erste Komponente raus und entsprechend halt die Alpha-Dekomponente, wenn man hier die Alpha-Zeile betrachtet. Und daher ist diese Notation in solchen Situationen für, also die Notation mit Spaltenvektoren in den Situationen, wo man lineare Abbildung betrachtet, sehr praktikabel. In dem Zusammenhang würde man dann einen Zeilenvektor als eine 1-Kreuz-D-Matrix interpretieren und damit als eine lineare Abbildung vom KD nach K. So für dieses Kapitel sind die unterschiedlichen Schreibweisen hier gar nicht wichtig. Wir benutzen einfach die D-Tupel-Schreibweise und auch im Laufe der Vorlesung wird es nicht so wichtig sein, welche wir hier verwenden. An manchen Stellen werden wir auch Spaltenvektoren-Notationen verwenden. Ja, wir möchten kurz uns mal die Frage stellen, warum ist eigentlich der KD, also das d-fache kartesische Produkt von R oder C, so wichtig? Und die Antwort ist, dass jeder endlich dimensionale K-Vektorraum so aussieht wie KD. Das bedeutet, genauer gesagt, dass wenn x ein K-Vektorraum ist mit endlicher Dimension d, dann ist x isomorph zum KD. Das heißt, es existiert eine lineare Abbildung von x nach KD, die eine Bijektion ist.
Diesen Satz haben Sie sicherlich in der linearen Algebra bewiesen. Ich möchte nur die Beweisidee bzw. die Konstruktion dieser linearen Abbildung hier kurz schildern. Dazu fangen wir an, wie folgt an. Wir wählen uns zunächst mal eine Basis von x. Das sind hier die Basisvektoren b1 bis bd, also d linear unabhängige Vektoren. Und da wir annehmen, dass die Dimension von xd ist, bilden die dann automatisch eine Basis. Nun, da wir eine Basis haben, ist es so, dass jeder Vektor in x eine eindeutige Darstellung bezüglich dieser Basis besitzt. Die sehen Sie hier. Wir können also x schreiben als eine Linearkombination dieser Basisvektoren. Und die Koeffizienten in dieser Linearkombination sind hier mit Lambda 1 bis Lambda d bezeichnet. Und die sind eindeutig, hängen nur von x ab und der Basis. Und wenn man die Lambda 1 bis Lambda d in einem d-Tupel zusammenfasst, kriegt man eben einen Vektor im KD. Und hierdurch wird dann letztlich eine Abbildung definiert, die jedem Vektor x einen Vektor in KD zuordnet. Die Abbildung ist hier mit t bezeichnet. Und man kann dann einfach zeigen, dass diese Abbildung linear ist und eine Bijektion. Und damit ist, wenn man das dann gezeigt hat, hat man dann diesen Satz hier bewiesen. Als nächstes möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man denn Unterräume bekommen kann. Und da ist eine Möglichkeit, dass man wieder lineare Abbildung anschaut. Das wird hier in diesem Lemma thematisiert. Hier betrachten wir zwei K-Vektorräume x und y und eine lineare Abbildung von x nach y. Wir können dann für lineare Abbildung zwei Mengen einführen. Zum einen den Kern von t, das wird eine Teilmenge vom x sein, und das Bild von t, eine Teilmenge von y. Und diese beiden Mengen, das sagt hier dieses Lemma, sind dann Untervektorräume, einmal von x und einmal von y. Schauen wir uns nochmal die Definition an des Kerns. Der Kern besteht aus allen Elementen, aus allen Vektoren in x, die auf die Null abgebildet werden. Das ist also der Nullraum dieser linearen Abbildung. Nun, wie beweist man das? Das ist nicht schwierig. Wir fangen hier in Schritt 1 damit an, zu zeigen, dass der Kern von T ein Unterraum ist von x. Zunächst einmal ist nach Definition klar, dass Kern von T eine Teilmenge ist von x. Und was wir jetzt nur noch zeigen müssen, ist, dass Kern von T abgeschlossen ist unter der Vektorraumaddition und der Multiplikation mit dem Skalar. Das heißt, wenn wir eine Linearkombination bilden aus Vektoren in T, dann sollte die wieder im Kern von T drin liegen. Und das beweisen wir an dieser Stelle. Wir wählen uns zwei Vektoren aus dem Kern von T, einen beliebigen Skalar. Wir setzen dann diese Linearkombination in T ein. Da T linear ist, können wir die Linearkombination rausziehen. Und da x1 und x2 im Kern liegen, werden die mit t auf 0 abgebildet und dann steht hier 0 plus 0 und das ist eben 0 und damit haben wir gezeigt, dass dieser Vektor hier im Kern von t drin liegt. Das heißt, die Linearkombination ist in t und damit ist t eben ein Untervektorraum. Wie sieht es bei dem Argument aus für das Bild von t? Hier wählen wir auch zwei Vektoren aus dem Bild und einen beliebigen Skalar. Da y1, y2 im Bild liegen, finden wir Vektoren x1, x2 im Definitionsbereich von t, die eben dann mit t auf y1 und y2 abgebildet werden. Und wir müssen jetzt zeigen, dass wieder diese Linearkombination von y1 und y2 im Bild von t liegen. Wie machen wir das? Wir stellen zunächst mal fest, dass wir ja y1 und y2 mit Hilfe von x1 und x2 darstellen können. Und wir benutzen an dieser Stelle wieder die Linearität, um diese Linearkombination der Funktionswerte von t reinzuziehen und stellen dann also fest, dass diese Linearkombination von x1 und x2 auf diese Linearkombination im Bild der Abbildung abgebildet werden. Und damit erhalten wir, dass die Linearkombination von y1 und y2 tatsächlich im Bild von t drin liegt.
Und wir haben gezeigt, dass das Bild von T nicht nur eine Teilmenge ist, sondern auch ein Vektorraum und damit ein Untervektorraum von Y. Ja, damit sind wir am Ende des ersten Lernvideos. Wir haben uns an die Struktur des Vektorraums erinnert und insbesondere uns als Beispiel den KD, also das d-fache kartesische Produkt von R oder C, ins Gedächtnis wiedergerufen. Ich möchte Sie an der Stelle nochmal bitten, schlagen Sie nochmal die Grundbegriffe für Vektorräume nach. Sie werden diese im Laufe der Vorlesung benötigen. Sie finden alle Inhalte auch im Skript, zum Teil mit etwas mehr Details. Und Sie finden im Skript auch die Kontrollfragen, die Sie im Rahmen Ihrer Hausaufgaben beantworten sollen. Die Kontrollfragen sind ein bisschen anders durchnummeriert als die Sätze und Definitionen der Vorlesung. Und zwar bezieht sich bei denen die erste Ziffer immer auf das Aufgabenblatt, in dem diese Kontrollfrage beantwortet werden soll. Ja, ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.